Also ich höre hier immer Wasser, aber in dem Bericht steht drin, dass die Auswirkungen gering sein sollen. Aber die Bürger haben große Sorgen. Wie passt das zusammen aus Ihrer Sicht? Ja, deswegen denke ich mal, es ist eine gute Sache, dass Sie sich hier informieren, um diese Sorgen entweder beiseite zu packen oder das weiter begleiten, um zu schauen, ob dann bestimmte Maßnahmen doch notwendig sind, um das auch weiterhin wirklich so sorglos betrachten zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich bereits. Ja, warum melde ich mich hier aus der tiefen, dunklen Nacht? Nee, es ist nicht Nacht, es ist 17 Uhr. Stehe hier in Grünheide auf dem Marktplatz, denn der eine oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Es hat sich ja nun doch schon in der Bevölkerung, unter den Bürgern, haben sich einige Fragen gebildet zu der Tesla Gigafactory hier in Grünheide. Und Tesla hat zusammen mit einer PR-Agentur kurzerhand hier ein Bürgerbüro eingerichtet, welches 17 bis 19 Uhr eröffnet ist und wo man den Bürgern jetzt Rede und Antwort stehen möchte. Heute am ersten Abend ist hier eine Menge Presse, eine Menge. Ich hoffe, wir bekommen den einen oder anderen Vertreter der Bürgerinitiative noch vor die Kamera, um mal zu erfahren, was explizit deren Bedenken sind, deren Ängste sind, deren Sorgen sind, was sie tatsächlich denken, denn ansonsten erfahren wir ja nur wieder irgendwie zusammengeschnippelt aus den Medien. Wir versuchen hier wirklich ein ehrliches Bild abzugeben und deshalb gehen wir jetzt einfach mal darüber. Hans ist auch hier und dann schauen wir mal weiter. Sagen, dass wir nicht von Tesla sind, sondern von Tesla beauftragt wurden. Wir sind von der Firma Arcadis. Wir sind dafür da, die Bürger hier anzuhören, Feedback und Anmerkungen zu hören, diese an Tesla weiterzugeben und natürlich auch Fragen zu beantworten, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen aufgekommen sind. Wir freuen uns, wie gesagt, über das Interesse, geben dies auch an Tesla weiter. Aber dürfen wir fragen, warum Tesla nicht gekommen ist? Eigentlich gängig in so einer Öffentlichkeitsbeteiligung. RBB, RTL, alle möglichen Reporter sind da. Hans war schon drin, hat mit dem einen oder anderen Mitarbeiter gesprochen. Und wir krallen uns jetzt einfach mal Hans und gucken mal, was er schon so herauskriegen konnte. Ich habe mit sehr vielen gesprochen und das Hauptthema ist immer das Wasser. Also die größte Sorge ist hier, dass das Wasser abgegraben wird, Frischwasser, was jetzt schon nicht ausreichend oder knapp ausreichend ist, nachher knapper wird, Abwasser wohin geleitet, Wasserschutzgebiet. Also das ist ja tatsächlich das Hauptthema, was jeder Einzelne anspricht. Es gibt noch ein paar andere. Ja. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass jeder wirklich diese 190 Seiten gelesen hat. Da sind manche Vorbehalte, die sich wahrscheinlich erledigen lassen. Und es gibt auch ein, zwei Menschen, die sagen, das glaube ich nicht, das werden wir mal sehen. Das ist ja nur eine Meinung. Also das geht hier wirklich sehr breit auseinander. Komm mal mit, Hans, wir laufen mal ein bisschen rum. Wir gucken uns mal hier so ein bisschen um. In der Gemeinde liegen ja schon seit ein paar Tagen die dicken Wälzer aus. Die sind natürlich viel zu groß und dick. Und hier kann man ganz, ganz persönlich fragen an diejenigen Stellen, die also auskunftsfähig sind, zu fragen, beispielsweise was das Grundwasser angeht, also alle Gefahren, die hier in dieser wunderschönen grünen Umgebung eigentlich erdacht, überlegt werden, was könnte alles passieren. Und wir fallen außer Grundwasser natürlich auch die Wälder ein und viele andere Sachen. Wir haben wunderschöne Biotope und Landschaftsschutzgebiete. Und da ist die Frage, was passiert damit? Wie wird damit umgegangen? Und das möchte natürlich jeder erhalten, weil viele hierher gezogen sind, gerade weil es hier so ein wunderschöner grüner Platz ist. Sollen Sie die Bürger werden rege davon Gebrauch machen, sozusagen sich hier zu informieren? Ich bin gespannt, ich hoffe es, ja. Ja, denn wer bei Facebook beispielsweise auch postet, dass er ja große Ängste hat, der ist dann natürlich auch groß daran interessiert, diese Chance zu nutzen und hier direkt die Fragen zu stellen. Davon gehe ich absolut aus. Ich habe heute hier auch den Eindruck gehabt, dass mehr Presse anwesend war als Bürger tatsächlich. Ist der erste Tag, ist wahrscheinlich ganz normal. Muss man
mal gucken. Also ich habe drin ja auch schon Gespräche geführt und man hat sich offen gehalten und hat gesagt, ja, wenn man merkt, dass hier mehr Andrang ist, dann wird man eben die Mannschaft verstärken, die Zeiten verlängern. Also es ist nicht so, dass jetzt hier sklavisch 19 Uhr abgeschlossen wird. Das schaut man einfach, wie sich das einfach entwickelt. Das finde ich gut. Okay. Und ganz oft kam die Frage, warum denn hier bei uns? Warum denn in Grünheide? Naja, kann man das schon so abschließend beurteilen? Ja, also die informiertesten Bürger hatten dann auch konkret die Frage gestellt, na, wie soll denn der Windstrom hierher kommen? Müssen ja Leitungen gebaut werden? Gut, das können wir nicht beantworten. Ich bin auch nicht hergekommen, um hier Antworten zu geben, sondern um diese Fragen aufzunehmen. Aber ganz gewiss ist Brandenburg reich am Windstrom und es wird sich eine Leitung finden, die ausreichend Kapazität hat, den Windstrom hierher zu transportieren. Es werden sich auch Verträge schließen lassen. Auch Tesla kann Ökostromvertrag abschließen, um die Stromversorgung grün zu machen. Alles das sollte man also nicht in Frage stellen, wie es hier manchmal gemacht wird. Hier werden so Dinge, die nicht geklärt sind, die noch nicht stehen, oft negativ dargestellt. Nicht? Hier wird gesagt, hier kommen dann Mitarbeiter, die kommen dann mit 2800 PKWs. Wo sollen die denn langfahren? Die tun ja alle so, als wenn die hier mitten durch die Stadt fahren. Aber das ist ja nur mal eine Hochrechnung, um mal so grob zu um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Mitarbeiter kommen denn tatsächlich? Und es ist ja noch nicht abschließend geklärt, ob man hier nicht eben auch Shuttlebusse, so wie es BMW oder Mercedes an eigenen Standorten macht. Mein Name ist Steffen Scheucht. Ich bin Vorsitzender des Ortsvereins Karlsruhe in Erkner-Karlsruhe. Das ist ein Ortsteil von Erkner, der sich unmittelbar auf der anderen Seite der Autobahn befindet, gegenüber dem Werksgelände von Tesla. Wir sind also von diesem Werk sehr betroffen. Vertreten möchte ich wirklich mal ganz klar trennen zwischen Produktion und Endprodukt. Also es gibt von Seiten der Bürger, die ich jetzt auch vertrete, kein Protest gegen Tesla als Unternehmen. Es gibt keinen Protest gegen die Autos. Das ist alles okay. Es geht rein um den Industriestandort, der vorgesehen ist. Und das wäre bei allen anderen Unternehmen in gleicher Weise. Und da gibt es viele Fragen, besonders also die Frage zum Wasser. Und diese Fragen müssen geklärt werden. Und das ist der erste Schritt, bevor man hier jetzt auch über andere Sachen jetzt noch diskutiert. Im Umweltverträglichkeitsbericht, 190 Seiten immerhin, ist zu lesen, dass gerade diese Auswirkungen von dem Ingenieurbüro als gering eingestuft wurden. Das sehen wir nicht so. Deswegen werden wir Einwendungen machen und die verfahrensführende Behörde muss diese Einwendung prüfen. Es wird ja auch von anderen Bürgern oder Interessengruppen Einwendungen geben. Und das Ergebnis müssen wir dann abwarten. Das ist dann entscheidend. Gibt es weitere Einwendungen? Ja, es gibt sicherlich von den Bürgern, mit denen ich ja hier auch Kontakt habe, viele Fragen und Bedenken. Wir sehen jetzt als Ortsverein Karlsruhe besonders die Frage Wasser im Vordergrund. Es sind natürlich noch Fragen Verkehr, Auswirkungen Lärm, Luftschadstoffe, Umsiedlung von Tieren, warum muss der Wald gefällt werden. Es wird Absenkungen möglicherweise geben von der oberen Grundwasserleitung, von dem Grundwasserspiegel. Das wirkt sich auf die umliegenden Wälder aus, ob es da eventuell Trockenheit gibt, das zu einer erhöhten Waldbrandgefahr führt. Also es gibt ganz viele Fragen. Es gibt auch Fragen, was arbeitsrechtlich betrifft, wer die Bürger, die dann hier beschäftigt sind, nach Tarif bezahlt. Bis jetzt gibt es ja keine ausreichende Ansage von Tesla. Es gibt also sehr viele Fragen. Aber ich glaube, alle anderen Fragen kann man zurückstellen. Wenn diese Frage Wasser nicht geklärt ist, braucht man über das andere auch nicht sprechen. Ja, ich war schon in dem Büro drin hier. Die Mitarbeiter dort sind nicht direkt von Tesla. Es sind Leute, die für Tesla sprechen. Die haben Informationen. Es sind also fachkundige Leute, die hier sprechen aus dem Ingenieurbüro, Umweltfachleute, sodass also hier die zu erwartenden Fragen auch allgemein beantwortet werden können. Gar nicht mal aus Sicht von Tesla, sondern wie ich finde sogar noch einen Schritt besser, nämlich neutral. Können Sie uns vielleicht mal grob in so die groben Punkte sagen, wofür diese Bürgerinitiative steht, also oder wogegen, warum direkt gegen die Gigafactory? Ja gut, es wird ja allgemein bekannt sein, dass in Grünheide auf einem als Industriegebiet ausgewiesenen Waldareal Elon Musk eine Gigafactory gigantischen Ausmaßes plant für die Produktion seiner Elektroautos. Mhm.
Und dieses soll halt hier in Grünheide stattfinden. Die Antragsunterlagen liegen dort für alle Bürger einsehbar aus. Und wir halten diesen Standort im Trinkwasserschutzgebiet nicht für geeignet für diese gigantischen Ausmaße einer Automobilproduktion. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Wir sind auf unserem Kanal auch diesen UVP-Bericht durchgegangen und in dem UVP-Bericht ist unter anderem zum Beispiel durch die Rodung der Bäume von einer geringeren Verdunstung auszugehen. Das bedeutet also, dass in Summe der Grundwasserspiegel tatsächlich sogar steigen könnte, weil weniger Wasser nach oben abwandert. Haben Sie davon im UVP-Bericht gelesen oder gehen Sie darauf ein? Also das habe ich jetzt so nicht im UVP-Bericht gelesen, weil ich sage mal, die Verdunstung wird ja stark zunehmen durch die Flächenversiegelung. Und wenn ich Industriegelände produziere und baue, dann habe ich eine immense Flächenversiegelung, die Verdunstung ja nochmal anheizen. Also die heizen die Gebäude auf, die heizen die Betonflächen auf und die verursachen ja eine noch höhere Verdunstung, als schon überhaupt dann möglich ist. Okay, und was würden Sie sich jetzt wünschen? Ich meine, jetzt hat die Firma Tesla zusammen mit einer PR-Firma hier dieses Bürgerbüro eingerichtet, das, wenn ich richtig informiert bin, Dienstag bis Donnerstag 17 bis 19 Uhr geöffnet ist, wo sich alle Bürger informieren können, richtig? Jetzt bekommen Sie ja hier sicherlich auch ein paar Antworten auf die Fragen, aber was würden Sie sich denn konkret von der Firma Tesla oder von dem Vorhaben hier wünschen? Also ich kann jetzt, was ich mir von der Firma Tesla wünsche, dass die sich einen anderen Standort suchen und nicht inmitten eines Trinkwasserschutz- und Waldgebietes, weil diese Ausmaße dieser Fabrik, die haben einen Strukturwandel hier in der gesamten Umgebung zum Ergebnis, dass sich nicht vereinbaren lässt mit der Natur. Das ist einfach so. Und wir müssen sehen, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, dass wir Wald und die Natur erhalten und nicht hunderte von Hektar durch den Fabrikbau, Neubau beseitigen, sondern auch durch die Anlagen der Infrastruktur, die ja das nach sich zieht. Was sagen Sie denn zu dem Punkt, dass Elon Musk oder Tesla sich bereit erklärt hat, für die Menge der gerodeten Bäume quasi die dreifache Menge wieder aufzuforsten? Also aus meiner Sicht ist das ein Lippenbekenntnis. Na klar, wird da viel gesagt. Ich meine, wir haben von unseren Politikern auch gehört, in der ersten Ausbaustufe hat Minister Steinbach gesagt, die Infrastruktur reicht aus. Ich möchte bitte schön fragen, wo der 9000 Pkw täglich im Dreischichtsystem, die Fabrik anfahren, 600 LKWs, die Fabrik täglich anfahren, ich bitte doch mal zu überlegen, wie kann ein Minister dann über den Straßenzustand urteilen und sagt, die Straßen reichen hier aus, wo es in Erkner schon zum Verkehrskollaps heute schon zu Feierabendzeiten kommt. Jetzt ist ja davon aus, oder jetzt wird davon ausgegangen, dass das ungefähr die Dimensionen sind, mit denen die Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Jetzt liegt da ja auch ein Schienen- oder eine Bahntrasse an, die müsste sicherlich nochmal erneuert werden. Aber jetzt gehen wir doch vielleicht mal davon aus, dass Tesla dann jetzt einfach nur sagt, das sind die Dimensionen. Aber um das Ganze so ein bisschen zu entzerren, würden wir vielleicht unseren Mitarbeitern Shuttlebusse zur Verfügung stellen, wie es beispielsweise andere Autobauer an zentralen Punkten auch machen, in anderen Städten. Und wäre das zum Beispiel, für diesen kleinen Teilbereich, wäre das zum Beispiel ein Lösungsvorschlag? Also aus meiner Sicht bei der Gigantomanie dieses Unternehmens in keinster Weise, denn die Zahlen, die ich jetzt gerade eingeworfen habe, beziehen sich nur auf den vierten Teil, der ist der ersten Ausbaustufe. Und aus meiner Sicht, es steht ganz klar in den Antragsunterlagen drin, 70% der Beschäftigten kommen mit dem Pkw. Es werden 600 LKWs, Sie müssen sich vorstellen, die fahren an und ab, sind zweimal unterwegs. Und ich meine, nur über die Autobahnauffahrten, die Leute wissen hier, die Infrastruktur ist einfach nicht vorhanden. Und dann stellt sich ein Minister hin und sagt, die würde reichen, das gibt's nicht. Okay, alles klar. So, jetzt stehen wir irgendwo im Nirgendwo. Ja, wir stehen auf der Auffahrt. Immerhin, der Wald hat ja schon einige Veränderungen erfahren. Wir haben eine Baustraße hier mit Schotterpiste. Die Autos stehen, erleuchten den Weg. Ich hoffe, wir könnt das ein bisschen im Hintergrund sehen. Viel zu sehen gibt es nicht. Die Straße ist gesperrt, aber wir wollten wenigstens diese Bilder euch nochmal zeigen. Genau. Und was ist das Fazit des heutigen Tages?
Ja, wir kommen wieder, auf jeden Fall. Samstag ist Demonstration angesagt in Grünheide auf dem Marktplatz, 11 Uhr, soweit wir gehört haben. Ich denke, ich werde dabei sein. Wir wollen mal horchen, was ist los, wer kommt da zusammen, bleibt es eben bei den Stimmungen, die wir heute haben, verschärft es sich vielleicht nochmal. Die Frage wäre jetzt, wir hatten es ja aus der Community überhaupt erst von dieser Bürgerinitiative erfahren, wäre es sinnvoll, da eine Gegendemo zu machen? Nach meiner Einschätzung nicht. Also ich möchte mich da nicht kabbeln, also weder mit Worten noch irgendetwas. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, erst mal zuhören, erst mal anschauen, was haben die Leute denn zu sagen, was sind die tatsächlichen Probleme oder was glauben sie, was die Probleme sind. Ja. Und wie gesagt, zuhören, zuhören, zuhören. Das finde ich auch wichtig. Also das Mindeste, und deswegen werde ich es auch machen, das sind knapp über 70 Kilometer. Ich mache das also für euch. Das ist das Mindeste, was bei rauskommen wird, dass ihr Informationen habt. Und wenn ich die Gespräche mit Leuten da führen kann, dann wird das gut sein, wenn ich denen zuhöre. Auch da im Mindesten werde ich einen Waldspaziergang haben. Also es ist keine verlorene Zeit. Ich werde es auf jeden Fall machen. Okay, dann wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, das hat euch ein bisschen was gegeben, hat euch einen kleinen Eindruck gegeben, wie es gerade aktuell um das Bürgerbüro von Tesla bestellt ist, ne? Dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommen hat, was geht da, was passiert da. Wie gesagt, ihr könnt sehen, so ein bisschen kann man es vielleicht erahnen, man hat jetzt schon so einen Schotterweg begradigt, ist leider schon dunkel, auf jeden Fall. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir sind natürlich immer mit dabei, aber wie gesagt, wenn es nichts Neues zu berichten gibt, dann berichten wir halt auch nicht über die Tesla Gigafactory 4. Aber wenn es etwas wirklich Interessantes, Neues gibt, dann erfahrt ihr es bei uns, oder? Und als Erste bei uns. Genau. In diesem Sinne, tschüss und bis bald.